Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ja, wir befinden uns jetzt im Hardware-Video zu der Ladestation von Gamecraft. Und zwar die PS4-Version davon. Wir haben halt im Unboxing gesehen, wir haben das eigentliche Ladeteil, den Sockel und den Kabel. Dann haben wir hier noch eine Anleitung. Die gucken wir uns jetzt mal an. Muss man gerade Deutsch suchen. Einstellungen, Energiespareinstellungen, im Standby-Modus verfügbare Funktion einrichten, Controller, Kästchen zum Betreiben, Strom. Achso, hier steht nur beschrieben, wie ihr bei der PlayStation 4 das so machen könnt, dass ihr im Standby ladet. Das steht auf beiden Seiten so, ja. Deutsch, USB-Anschluss, Einstellung Energie, genau, ist auf beiden Seiten der gleiche Setup-Guide, auch nicht schlecht, aber okay, das ist da, da brauchen wir auch nicht viel zu bearbeiten, aber so die Qualität sieht gut aus. Ach, da unten wird es so hier geladen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo der Ladesockel rinkommt, der kommt da unten rein. Mhm. Okay, das werden wir im Hardware-Check alle zusammenbauen. Aber sieht an sich sehr solide aus. Ich habe auch keine scharfen Kanten oder Ecken. Ich werde mir mal extra meine Brille aufsetzen, damit wir hier ein bisschen was mehr sehen. Hier scheint es wohl, dass es da auch LEDs gibt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, werden das da oben und das da LEDs sein. Da müssen wir mal gucken. Da lasse ich mich mal von überraschen. Ja, aber so an sich, na gut, hier ist es ein bisschen weit auseinander. Aber seht ihr das, die Lücke da? Aber ich denke mal, wenn wir das hier drauf machen, dann wird das auch wieder geschlossen. Sieht jetzt aber natürlich für mich jetzt erstmal. Geht auch nicht enger zusammen. Sehr kurios, okay. Da müssen wir uns mal beobachten beim Hardware-Video, also beim Hardware-Check, wenn wir das zusammenbauen, ob der Spalt immer noch bestehen bleibt. Ihr seht ja, der geht jetzt hier bis hier hoch. Aber da hinten haben wir nochmal erklärt, CE und dass es Gamecraft ist. Ja, ich finde es schade auf eine Art, dass nur sowas jetzt mit bei ist und kein Stromkabel, also kein Adapter für ein USB, dass man das an eine Steckdose betreiben kann. Auf dem Sockel steht auch nochmal Gamecraft, finde ich jetzt. Ihr wisst ja, dass ich sowas eigentlich sehr mag, wenn da auch die Firma draufsteht. Der Sockel sieht auch ganz gut aus. In der Mitte ist er Klavierlack, außenrum ist er matt. Gucken, ob ihr das seht. Ja doch, doch, das könnt ihr gut sehen. Das könnt ihr gut sehen. Ich werde mal ein bisschen rauszoomen. Unten hat er drei so eine. Ja, hier sind es keine Gummi, also fässt sich etwas gummiartig an, aber eher so ein bisschen wie so gummierte Styropor. Ja. Aber gibt eigentlich... Ja, die geben ein bisschen zu viel nach. Aber soll ja nur stehen, soll ja nicht... Man will ja damit nicht die ganze Zeit über den Tisch fahren. Ist ja, bin ja nur wieder so bekloppt, um zu testen. Ja.
aber so an sich ist es schon sehr stabil und rutscht kaum. Ja, müssen wir uns mal gucken, wie es sich im Alltagstest macht. So, dann würde ich hier das Hardware-Video auch erstmal beenden und würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Check. Und da werden wir dann auch mal den Controller oder die Controller mal einsetzen und gucken, wie das mit den LEDs ist und ja, wie sie sich eigentlich da rinschieben lassen, die Controller und so. Das werden wir uns alles mal ganz genau angucken. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.